Aufstieg, zweite Liga und damit melde ich mich zurück zur heutigen neuen Episode mit Torpedo Turin. Endlich sind wir raus aus der dritten Liga und dürfen uns jetzt in dieser Saison beweisen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ich denke mal, für die zweite Liga reicht unser Stadion aktuell noch aus. Ich weiß gar nicht, wie viele Plätze wir ganz genau haben, aber ich glaube mal so an die 20.000 Plätze sollten wir in unserem Stadion haben. 19.086 oder werden wir das jetzt schon mal upgraden auf ein etwas größeres Stadion? Ich denke mal, wir schauen mal, was hier so möglich ist, was auch relativ noch in die gleiche Richtung aussieht. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wir hier nicht ein komplett neues Stadion haben. Der Name bleibt natürlich beim alten und ich denke einfach mal, dass das Stadion hier mit 28.000 mir eigentlich sogar recht zusagt, obwohl das ist sogar noch ein Ticken besser. Ich denke mal, das wird hier unser Stadion sein für diese Saison, für die zweite Fußball-Bundesliga. Unser Investor, der nicht in Spieler investiert, aber der unser Stadion hier auf Vordermann bringt, hat unser Stadion nochmal ein wenig upgegradet, ein wenig erweitert und damit können wir reinstarten in die Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga und ich hoffe natürlich, dass wir hier recht kurz da sein werden und vielleicht sogar schon am Saisonende direkt in die erste Bundesliga hoch dürfen. Was schon mal wichtig ist, wie viel Transferbudget haben wir und das ist dann doch relativ wenig. 3,45 Millionen haben wir insgesamt zur Verfügung, dazu 15.000 Euro Gehaltsbudget, ja so viel ist das ehrlich gesagt nicht, da hätte ich dann doch tatsächlich schon mit ein wenig mehr gerechnet. Wir werfen jetzt zu Beginn mal einen Blick auf unsere Jugendmannschaft und ich möchte hier eigentlich ganz gerne unseren rechten Flügel Peters aus Belgien mal hochziehen, denn der hat jetzt schon eine 61, sein Potenzial ist auch noch so gerade eben in Ordnung. Deswegen ziehe ich ihn hoch. Ziel ist es allerdings, ihn direkt mal zu verleihen. Wo wir denn gerade bei Jugendspieler sind, wir werden auch wieder unser Scouting-Netzwerk aufbauen. Und zwar werden wir 3 Monate jeweils unterwegs sein. Das Ganze in Deutschland. Ich möchte gerne mal nach Spanien eigentlich. Und dann, wenn wir jetzt gerade schon so im Süden Europas sind, dann können wir auch direkt nochmal ins Nachbarland von Spanien nach Portugal. Vielleicht mal den nächsten Cristiano Ronaldo entdecken. Und damit sind wir schon mal mit unseren Scouts die nächsten 3 Monate unterwegs und was wir glaube ich auch als neues Problem haben jetzt vor der Saison, wir brauchen auf jeden Fall nochmal einen Keeper, denn wir haben jetzt unseren Stammkeeper und danach nur noch ein Jugendtalent und das ist ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Positive Nachrichten gibt es zu vermelden und zwar ist Jona Krause bei uns angekommen, das ist ja der Jugendspieler, den wir jetzt noch in der letzten Episode gekauft haben mit dem restlichen Geld, was wir zur Verfügung hatten. Des Weiteren hat uns jetzt Fuchs verlassen, also fast ein 1:1 Wechsel. Ich glaube, Krause ist 10er und Fuchs ist 8er gewesen. Das bedeutet, der Wechsel geht einigermaßen in Ordnung und wir haben schon direkt mal auf der Position Ersatz. Für die Planung jetzt der Blick auf unseren Kader. Zuallererst auf der Keeper-Position. Hier haben wir aktuell 2 Spieler. Ich würde fast sogar behaupten, dass wir das so lassen. Außer wir können irgendwie günstig irgendeinen Keeper bekommen. Dann hätte ich schon gerne einen neuen Keeper. Und dann könnten wir Otto verleihen. Ich weiß nicht, wie es in der Jugendschule aussieht. Da haben wir, glaube ich, auch einen Keeper. Wie gut der jetzt insgesamt schon ist, ob der für uns irgendeine Verstärkung darstellen könnte. Die Linksverteidigerposition, da muss ich ehrlich sagen, bin ich sogar ganz zufrieden mit Bravo und Kühn. Bravo, ein Spieler mit viel Potenzial noch nach oben, also der darf hier auf jeden Fall am Start bleiben. Wir werden jetzt hier einmal kurz seinen Vertrag verlängern, damit er da auch zufrieden ist und Ausstiegsklausel, ich denke mal 4,5 Millionen werden wir ablehnen. Ich weiß nicht, wie viel wert er aktuell ist. Wir können mal reinschauen. 2 Millionen, aber ich will eigentlich ungerne unsere Schlüsselspieler auf den Positionen aktuell mit Ausstiegsklauseln belasten. Dann schauen wir in die Innenverteidigung. Hier haben wir Ngoi und Ferreira. Als Backup haben wir aktuell Schinkel. Ich bin ganz ehrlich, Schinkel wird wahrscheinlich noch zu schwach sein, beziehungsweise was sage ich noch? Der ist schon 29. Ich dachte, das wäre irgendein Talent. Schinkel können wir eigentlich auf die Transferliste setzen. Und dann wäre wichtig, dass wir uns nochmal nach einem neuen Innenverteidiger umschauen. Denn da sieht es aktuell recht eng aus. Dann die Rechtsverteidigerposition. Müller und Hermanns. Dort gab es auch schon einen Kommentar. Und zwar sollten wir uns für die erste Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga nochmal einen neuen Rechtsverteidiger suchen. Denn Hermanns wird zu schwach sein wahrscheinlich. Den werden wir nochmal verleihen. Dann ist Müller erstmal Backup, auch wenn er kein guter Backup ist. Aber
Zur Not kann er immer noch spielen und wir holen uns dann einen neuen Stammrechtsverteidiger. Das ist der Plan. Weiter geht es dann im zentralen Mittelfeldbereich. Ich weiß gar nicht ganz genau. Ich glaube, wir spielen mit zwei Sechsern, einem Zehner. Also wir spielen, glaube ich, 4-2-3-1. Das bedeutet, wir haben hier zwei Sechser und die sind dann dementsprechend schon direkt Stammspieler. Glonto spielt auf der linken Seite. Renn ist dafür auch fürs Erste ein Ersatz, der in Ordnung geht. Ich hoffe zwar, dass er oder dass Glonto hier durchspielen kann. Hat jetzt sogar das Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Also auf den sollten wir hier auf jeden Fall bauen. Kriegt auch direkt meine Vertragsverlängerung. Und Renn ist dann Backup. Zur Not könnten wir auch immer noch einen Spieler von der rechten Seite rüberziehen. Das wäre auch irgendwie höchstwahrscheinlich möglich. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 ZM-Spieler. Und da werden auf jeden Fall welche gehen. Martin wird auf jeden Fall gehen. Also geht es schon mal auf die Transferliste. Des Weiteren, Krause bleibt schon mal safe. Simsek wird gehen. Den können wir auf die Transferliste stellen. Der ist schon 22. Und dann hätten wir hier mit Schäfer und Corneo 3 Spieler für die Position. Und die könnten dann dementsprechend auch im ZM, aber auch im ZOM natürlich aushelfen. Kommen wir zu unserer 10er Position. Auch hier haben wir 4 Spieler, was viel zu viel eigentlich ist. Deswegen würde ich sagen, Abu Bakr kann eigentlich mal direkt auf die Transferliste. Der wird mit 18 wahrscheinlich nichts mehr für uns. Genauso wie Anton Lang, auch wenn er am Anfang das Megatalent war, der darf uns jetzt verlassen. Und dann hätten wir für die 10er Position einmal Abrao und des Weiteren hätten wir noch Morera. Und damit wäre ich auf der 10 erstmal ganz zufrieden. Dann geht es als nächstes auf der rechten Seite weiter. Hier haben wir Aydin, der natürlich unangefochtener Stammspieler ist. Ist auch Kapitän unserer Mannschaft. Und danach Peters, gerade hochgezogen. Der ist recht polyvalent einsetzbar. Kann auch im Sturm spielen, auch als Mittelstürmer. Und dann höchstwahrscheinlich wird es auch kein Problem sein, wenn wir ihm zur Not mal ein wenig Spielzeit auf der linken Seite geben. Also ich denke mal, dass er da auch nicht unzufrieden sein wird. Ist 17 Jahre alt, hat richtig gutes Potenzial dementsprechend. Und deswegen wird er hier natürlich eine Rolle spielen. Mal sehen, ob er denn langfristig auch noch hier im Status irgendein Potenzial aufbauen kann, sodass das schon mal Minimum 80 plus ist. Aber aktuell würde ich so schätzen, wird er ein 76er, 77er Potenzial haben. Und damit wird er uns aktuell auf jeden Fall weiterhelfen. Deren Koch ist aktuell verliehen, da bleibt es dabei. Und dann haben wir insgesamt 3 Stürmer. Einer davon ist verliehen, das lassen wir auch so. Und Nankam und Quartani, die werden sich da um die Stürmerposition ein bisschen streiten. Aber eigentlich steht recht fest, wer dort Stammspieler sein wird. Und genau hier werden wir dann auch direkt mal eine Verlängerung durchziehen. Und damit ist Nankam jetzt erstmal zufriedener. Leider läuft sein Vertrag weiterhin aus. Ich habe da überhaupt nicht mehr drauf geachtet gerade eben. Deswegen müssen wir da im Winter auf jeden Fall auch nochmal nachhelfen, damit er langfristig bei uns bleiben kann. Also, dementsprechend heißt es, Ziel für diese Transferphase auf jeden Fall ein neuer Innenverteidiger und Rechtsverteidiger. Ich habe alle Spieler von euch, die ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, hier jetzt auch mit auf der Wunschliste. Also die werden gescoutet. Wir müssen dann am Ende mal sehen, für wen es reicht, für wen es nicht reicht. Erstmal gehen wir ins Vorbereitungsturnier und in dieser Karriere, wie gesagt, könnten wir auch abchecken, ob wir freie Spieler finden, die uns hier weiterhelfen würden. Und das würde ich auch ganz gerne mal machen, denn vielleicht ist hier einer bei, der für uns eine solide Verstärkung ist und das würde für uns natürlich finanziell perfekt passen. Ich habe jetzt bei den freien Spielern ein paar interessante Spieler gefunden. Einen sehr, sehr interessanten sogar. Bei dem habe ich direkt mal ein Vertragsangebot dagelassen. Mal sehen, ob er es am Ende unterschreibt oder nicht. Wir starten schon mal mit einem Unentschieden in die Saison. Hätten wir allerdings gewinnen müssen hier dieses Spiel, um ehrlich zu sein. Wir waren deutlich die bessere Mannschaft. Ich hoffe jetzt, dass der eine Spieler, den ich gerne haben würde, dass der hier definitiv sein Vertragsangebot bei uns unterschreibt. Denn der wäre natürlich auch Rechtsverteidiger. Und der wird ideal in unserer Mannschaft wahrscheinlich passen. Und leider war das Anfangsangebot zu niedrig. Und wir haben ein Anfangsangebot von, lass mich lügen, 3000 pro Woche dagelassen. Ich glaube ja, ich bin mir sogar relativ sicher. Und das lehnt er ab. Das bedeutet eigentlich, dass das auf jeden Fall ein recht interessanter Spieler sein wird. Und das heißt auch dementsprechend, dass wir da gleich direkt nochmal ein neues Angebot abgeben werden. Zweites Spiel der Saison. Mal wieder ein Unentschieden. Aber diesmal zumindest auch eine ausgeglichene eine Partie. Jetzt kriegen wir hier ein Transferangebot für Baker und man muss hier definitiv mit einbeziehen, dass 7 Millionen unfassbar viel für unseren Kader wären. Könnten unseren Kader so mega in der Breite verstärken und vielleicht auch nochmal den ein oder anderen jüngeren Spieler holen. Die Frage ist nur, ist es jetzt nicht auch zu riskant, wohl einen der größten Leistungsträger von uns abzugeben? Der hat in der letzten Saison die meisten Vorlagen gemacht und aus dem Grund lehne ich das Ganze ab. Auch wenn 7 Millionen unglaublich viel sind, muss ich das Ganze hier leider ablehnen, da gerade Baker der Spieler ist, der wahrscheinlich
wahrscheinlich auch in dieser Saison die meisten Tore vorbereitet, vielleicht sogar an den meisten Toren beteiligt ist, und aus dem Grund werden wir ihn jetzt hier nicht abgeben. Und dann gibt es jetzt nochmal interessante News, und zwar bin ich gerade einfach mal hier unsere Transferliste durchgegangen und plötzlich haben wir hier einen holländischen Keeper, den ich lieber nicht aussprechen möchte, da es eh falsch sein wird. Der ist aktuell vertraglos und da wir den sowieso auf der Liste haben, ist es, denke ich mal, gar nicht mal so schlecht, dass wir ihn jetzt hier direkt mal anfragen werden, und er wäre Stammkeeper für eine Saison wahrscheinlich, aber es wäre wichtig, in der zweiten Liga auf jeden Fall einen richtig guten Rückhalt zu haben. Aus dem Grund werden wir ihn mal kontaktieren und eventuell haben wir damit einen neuen Keeper und damit direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn wir könnten dementsprechend unseren Jugendspieler ausleihen, auch wenn ich bei dem selbst nach einer Ausleihe nicht mehr das große Potenzial sehe, aber so haben wir auf jeden Fall einen guten Stammkeeper und einen guten Ersatzkeeper. Und es ist dann auch tatsächlich offiziell, der Keeper wechselt zu uns. Ich bleibe dabei, den Namen spreche ich lieber nicht aus. 70er Gesamtrating und damit natürlich direkt ein Mann für die Startelf. Weiß nicht, ob er die ganze Saison in der Startelf sein wird, je nachdem, wie sich auch unser anderer Keeper entwickelt. Aber zumindest jetzt starten wir erstmal so mit ihm rein. Und das viel wichtiger ist einfach noch, dass wir jetzt auf der Keeper-Position, egal wer nachher Stammspieler ist, einen richtig guten Backup-Spieler haben, der auf der Bank sitzen kann. Und vor allem, wenn nachher hier eher der ältere Keeper auf der Bank sitzt, dann würde es für mich ideal passen. Und ja, wie gesagt, dann könnte auch ein Spieler mal ausfallen. Das wäre halt auch das Wichtige aktuell. Wenn unser Keeper ausfallen würde davor, dann wäre es das wohl gewesen mit uns. Dann geht es jetzt ins dritte Spiel rein. Hoffentlich jetzt ein Sieg. Mit einem Sieg wären wir tatsächlich in der K.O.-Phase. Mit einer Niederlage wären wir leider raus. Und damit geht es rein in die Partie. Und am Ende verlieren wir leider mit 2:1. Auch für Nankam, unseren Stürmer, kriegen wir ein sehr verlockendes Angebot, was man eigentlich als Zweitligist annehmen muss. So ehrlich bin ich einfach mal. Aber der würde uns wahrscheinlich hier auch durch die zweite Liga schießen. Aus dem Grund werden wir das Ganze hier auch ablehnen. Das sind so die drei Spieler, die ich nicht abgeben möchte. Das ist einmal Baker, dann Nankam und dann Aydin. Die möchte ich wirklich eigentlich alle behalten. Jetzt haben wir hier die Leihangebote für unseren Rechtsverteidiger. Beide nehmen sogar das an, was wir ihnen vorgeschlagen haben. Und damit dürfte Hermanns wahrscheinlich in den nächsten Tagen verliehen werden. Und jetzt ist dann auch der nächste Deal perfekt. Und zwar kommt der gewünschte Rechtsverteidiger zu uns. Frage ist jetzt, ist das wirklich eine Verstärkung oder hat er uns hier ein wenig mit seinem Gehalt abgezogen? Ich hoffe einfach mal das Beste und wir werden jetzt gemeinsam auf sein Rating schauen. Und am Ende ist er ein 77er Top-Talent-Spieler für die Rechtsverteidigerposition. Also, da haben wir jetzt auf jeden Fall einen richtig starken Spieler. Genauso was haben wir uns gewünscht für die Rechtsverteidigerposition und damit darf Hermanns und uns auch guten Gewissens verlassen und erstmal per Laie woanders unterwegs sein. Simsek haben wir jetzt verkauft und des Weiteren sind die Scout-Abschlussberichte zu den anderen ablösefreien Spielern drin, die ich interessant fand, und die werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Erstmal ein Innenverteidiger mit einer 71, sehr interessant. Innenverteidiger mit einer 70, allerdings ein Jahr jünger als Oakley, und des Weiteren ein Innenverteidiger aus Argentinien, der fliegt aber raus, genauso wie Cardoso, und Croditier kann ebenfalls rausfliegen. Der Linksverteidiger ist nicht uninteressant und der letzte Innenverteidiger mit 18 Jahren eine 70, den lassen wir auch erstmal außen vor. Also ich denke mal, wir werden entweder Oakley oder Bello verpflichten. Jetzt ist die Frage, wer passt besser in unser Konzept? Wer ist eher der schnellere Spieler? Insgesamt sehe ich Oakley auf jeden Fall ein bisschen weiter, aber der ist dementsprechend natürlich auch ein älterer Spieler, schon ein Jahr älter. Schneller ist allerdings Bello, also der kolumbianische Spieler hier, und ich glaube auch Linksfuß zu Linksfuß. 1,96 zu 1,80. Ich glaube, wir können hier nochmal reinschauen. 63, 64 und auf der anderen Seite haben wir 60, 70. Antritt aber auch übel lahm. Also der Antritt ist ja bei beiden nicht so wirklich vorhanden und eigentlich hätte ich mich jetzt für Bello entschieden. Wir können jetzt nochmal ihn hier unten angucken, ob er da besser ist. Der hätte da auch nochmal seine Chance gehabt, aber das läuft leider nirgendwo. Ich denke mal, er hier ist interessant für unseren Kader und dann noch einer der beiden Innenverteidiger. Die will ich mir nochmal genauer anschauen und dann wäre es das auch gewesen mit den ablösefreien Spielern. Ich denke, wie gesagt, in dieser Karriere nehmen wir ablösefreie Spieler mit, einfach damit wir schneller hochkommen. Aber ich denke, 4 ablösefreie Spieler pro Saison ist so das Maximale und in den anderen Karrieren, es kommt jetzt
jetzt demnächst wieder eine Karriere auf euch zu, in denen werden wir auch weiterhin so gut wie keine Spieler ablösefrei verpflichten. Und der erste Spieler ist dann jetzt tatsächlich fix. Einmal haben wir hier unseren Linksverteidiger, den habe ich ja gerade eben schon angesprochen. Der wird wahrscheinlich zu uns wechseln. Das macht allerdings erstmal unser Assistenztrainer. Der Spieler, der jetzt fest zu uns wechseln wird, wahrscheinlich eine Überraschung für euch, ist der schlechtere Innenverteidiger von beiden. Und zwar der 17-Jährige. Irgendwie reizt mich der 17-Jährige einfach mehr, da er nochmal eine Nummer jünger ist. Das Potenzial wird wahrscheinlich ein wenig schlechter sein, da die vom Marktwert 1,5 Millionen Unterschied haben, was schon extrem ist. Aber ich finde irgendwie so einen riesigen Innenverteidiger mit 1,96 nicht so interessant. Mich hat hier Kolumbien irgendwie mehr gereizt als England und aus dem Grund dann noch 17 Jahre statt 18, habe ich mich für Fran Bello entschieden. Und ja, mal sehen, wie er bei uns zurechtfindet. Ich weiß gar nicht, ist er Startelfspieler oder ist er einer für die Bank? Er ist tatsächlich sogar Stammspieler und sogar der beste unserer Innenverteidiger aktuell. Und dann steht jetzt tatsächlich das allererste zweite Bundesligaspiel für uns an. Wir müssen ran gegen Erzgebirge Aue und ja, wie soll es anders sein? Das erste Spiel möchte ich dann schon ganz gerne mit unserer Mannschaft machen. Wir werden hier auf jeden Fall selber spielen. Das Ganze ist ein Auswärtsspiel leider. Aue mit einer Dreierkette, sehr interessant. Vielleicht können wir da mit Gnonto und Aydin so ein bisschen überlaufen und ich hoffe einfach mal, dass auch unser neuer Spieler Blondel direkt mal einen guten Eindruck machen wird, beziehungsweise er ist ja nicht mal der einzige Spieler, sondern Bello und unser Keeper sind eben auch neue Spieler. Ball geht auf Abrau. Und die erste Glanzparade von Mendel wahrscheinlich, oder? Ist es Mendel? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sieht er nicht danach aus. Riesige Lücke und da haben wir einen guten Schlussmann, nur leider, ihr seht es hier, Aydin direkt mal verletzt, das ist natürlich sehr belastend. Aydin nach 5 Minuten verletzt, das bedeutet, unser Jugendspieler Peters mal mit seinem ersten Einsatz, dafür wird er hier ein bisschen vorgezogen, damit die Position passt. Auch hier wollte ich gerade eine ZDM-Position draus machen, nur das funktioniert leider nicht, das bedeutet, wir bleiben erstmal weiterhin so. Ich werde jetzt aber Baker, glaube ich, mal auf die Seite rüberziehen, aus dem Grund, damit er hier Peters ein bisschen helfen kann. Blondel ist dahinter, das bedeutet, hier haben wir die stärkere Seite, damit wird unser Jugendspieler vielleicht nochmal ein bisschen unterstützt. Boah, wir waren dran. Und das wird es sein. 1:0 Erzgebirge Aue nach 14 gespielten Minuten. Schöner Pass auf unseren Jugendspieler, der geht in die Mitte. Über unseren Zehner, über Abrau und unser Jugendspieler fast mit dem 1:1. Oh mein Gott, richtig stark gemacht. Das erste Mal unser Youngster, der hier ein bisschen für Aufsehen sorgen kann mit der Nummer 9 auf dem Rücken direkt mal. Leider allerdings der Schlussmann von Aue am Start. Nicht schießen lassen von da, das ist immer sehr gefährlich, aber unser Schlussmann ist da. Oh mein Gott, wie unglücklich. Das ist unser eigener Spieler, der hier die Traumvorlage macht für den Stürmer von Aue. Ganz, ganz, ganz schlecht. Also, wie kann der Ball da so verspringen? Das würde ich mir ganz gerne nochmal in der Wiederholung anschauen. Das war der Spieler, den ich nicht gesteuert habe, der da irgendwie gegenläuft und den Ball perfekt vorlegt. Also wirklich perfekt hier vorgelegt für den Stürmer. Der kann direkt abziehen. Keine Chance für den Keeper und damit 2:0 jetzt tatsächlich für Erzgebirge Aue. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass wir in Halbzeit 2 das System nochmal ein wenig umstellen auf 4-3-3. Ich hoffe, dass wir so nochmal ein paar mehr Spieler haben, die wir einfach anspielen können. Denn teilweise fehlt mir echt so ein bisschen die Idee in der Offensive. Ich werde jetzt auch nochmal Ferreira rausnehmen. Der ist als Innenverteidiger natürlich auch extrem langsam mit 51 Tempo. Da hat Ngoi mit 77 nochmal deutlich mehr. Damit haben wir nochmal einen schnelleren Innenverteidiger auf dem Platz. Und damit geht es rein in Halbzeit 2. Schön weitergespielt. Ganz oben ist Gnonto. Ganz oben ist Gnonto. Gut gesehen, Gnonto. Und nicht das 2:1. Hier erstmal ungefährlich. Ganz hinten wäre er. Das ist nicht schlecht. Nur das muss es doch jetzt langsamer sein. Digga, das ist frech. Schön von Nankam und Gnonto, der ist schnell, der kann da vorbeiziehen. Stark gemacht von Gnonto, Gnonto jetzt aber und da ist es. 2:1, 59. Minute, wir sind zurück in der Partie. Komm Gnonto, du bist schnell, lauf weiter Gnonto, der Ball wird auf dich kommen. Ball in die Mitte, Abrau weiter bitte, schön gemacht auf Abrau. Der kann hier kreuzen, Abrau und das 2:2, 64. Minute, wir sind zurück in der Partie.
Zwei unserer Spieler, die letztes Jahr auch schon im Kader waren. Hier mit dem Treffer zwei sehr junge Spieler mit großem Potenzial. Und damit haben wir jetzt sogar noch 26 Minuten vor uns, das Ganze hier komplett zu drehen. Richtig stark gemacht und dann natürlich auch vor dem Tor eiskalt. Oh, stark von Gun kam und dann ist es... Nein. Nein. Der muss rein. 70. Minute, Riesenchance für uns. Was zur Hölle, wieso geht der denn nicht rein? Und vielleicht könnten wir da jetzt unseren Angriff starten. Ball geht auf Gnonto. Kommt er durch? Der kommt durch, Gnonto! Unser Spieler aus der dritten Liga. Einer der ersten Transfers, die wir gemacht haben. Hier mit dem entscheidenden Treffer. Ich weiß gar nicht, welche Minute wir haben. Aber das ist, denke ich mal, zu 99% die Entscheidung. Sollten wir jetzt nicht noch irgendeinen Riesenfehler machen. Unser Schlussmann auch endlich mal Rückhalt. Leider natürlich, dass Aydin raus musste. Somit geht relativ viel hier über eine Seite. Aber am Ende hat es Gnonto bewiesen, warum er gesetzt ist auf dem linken Flügel. Trotz seines 69er Ratings und damit einem eher schlechteren Rating in unserer Mannschaft. Starker Abschluss, schwieriger Winkel, drei Spieler um ihn rum. Der Torwart vor ihm, sehr, sehr wichtig, da das Tor zu machen. Und somit womöglich in der ersten Partie, die wir hier in der zweiten Fußball-Bundesliga haben, direkt mal drei Punkte mitzunehmen. Boah, mein Gott, ich wollte gerade sagen, ich nehme alles absolut zurück, aber gerade noch gesagt, unser Schlussmann hält auch mal was und da ist er. Da ist er, sehr, sehr wichtig, dass er den hält. Ich habe den eigentlich drin gesehen, ich bin ganz ehrlich, eigentlich wollte ich gerade sagen, da habe ich den Mund wohl zu voll genommen, aber, oh, es ist immer noch nicht durch. Jetzt müsste der Schiri so langsam die Partie mal abpfeifen, darf er zumindest gerne mal tun. Wir müssen da irgendwie vor, ein Abschluss darf jetzt nicht mehr kommen und wir haben nochmal Glück. Wir haben nochmal Glück und jetzt sind wir dazwischen. Schiri, Abpfiff. Er pfeift immer noch nicht ab. Jetzt aber. Er pfeift immer noch nicht ab, doch. Jetzt. Oh mein Gott, wir gewinnen gegen Erzgebirge Aue nach 2:0 Rückstand zur Pause. Am Ende mit 3:2. Ein bisschen gezittert noch in den letzten Sekunden. Aber vielleicht sollten wir das System tatsächlich auf ein 4-3-3 umstellen. Denn das lief eigentlich insgesamt von dem Chancenerspielen recht gut. Wir sind hier auch die bessere Mannschaft gewesen. Also es geht tatsächlich sogar in Ordnung, dass wir diese Partie gewonnen haben. Positive Nachricht, natürlich auch ein wenig negativ. Negativ ist die Verletzung. Die positive Nachricht ist, dass das eine Schulterprellung ist und sie somit recht schnell verheilt. 5 Tage fällt er aus und danach ist er wieder am Start. Das ist die positive Nachricht. Und ich denke mal, dass wir dann jetzt auch diese Episode jetzt hier beenden werden. Wir konnten das erste Spiel gewinnen. Somit sind wir aktuell Zweiter in der zweiten Fußball-Bundesliga. Gnonto, einer der besten Torschützen aktuell hier in der Liga. Ich hoffe, euch hat diese erste Episode gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich mega über einen Daumen nach oben freuen. Das Ganze supportet mich natürlich. Wenn du neu auf dem Kanal bist, lass liebend gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen und dann auch gerne nochmal Transferwünsche in die Kommentare. Spieler natürlich, die vielleicht nicht ganz so teuer sind, denn wir haben nicht mehr ganz so viel Geld. Wir haben 3,5 Millionen und wir haben teilweise Spieler in den Kommentaren, die einen Marktwert von 8 Millionen schon haben, die einfach unmöglich sind für uns zu verpflichten. Deswegen gerne nochmal Spieler in die Kommentare, die mit dem Geld leistbar sind, die vielleicht sogar nochmal eine Verstärkung sind und ja, das wäre es dann gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.